das Orgelporträt. Die Österreich-Orgel in Uetzhausen. Uetzhausen ist ein Stadtteil von Schlitz im hessischen Vogelsbergkreis. Der Ort liegt südwestlich von Schlitz. Besiedelt wurde das Dorf wahrscheinlich schon um 800. Erstmals urkundlich erwähnt wurde es im Jahre 1282 in einem Besitz- und Rechteverzeichnis des Klosters Fulda. Damals lautete der Ortsname Otishusen. Der Ort gehörte kirchlich zur Stadtpfarrei in Schlitz und erhielt 1690 eine eigene Kirche, die jedoch bereits 1717 bei einem großen Brand im Dorf zerstört wurde. 1971 wurde Uetzhausen in die Stadt Schlitz eingegliedert. Heute leben in Uetzhausen rund 215 Einwohnerinnen und Einwohner. Die heutige sehenswerte Fachwerkkirche wurde 1720 erbaut, 1862 erweitert und zuletzt im Jahr 2000 renoviert. Die über dem Altar stehende Orgel wurde 1845 erbaut. Sie stammt aus der Werkstatt der berühmten Orgelmacherfamilie Österreich aus Oberbimbach, genauer von der Hand Augustin Österreichs, des dritten Sohnes von Johann Georg Österreich. Sie fällt in mehrfacher Hinsicht aus dem Rahmen des sonst von der Familie Österreich bekannten Schemas und ist darüber hinaus nahezu unverändert erhalten. Wir werden auf die Besonderheiten des Instruments gleich noch näher eingehen. Eingangs erklang das Choralvorspiel »Jesu, meine Freude« von Wilhelm Volkmar. Es folgen zwei Choralvorspiele von Friedrich Silcher, dem großen Meister des romantischen Chorgesangs, der diese kleinen Stücke für das 1851 von ihm mit herausgegebene Orgelspielbuch komponiert hat. Thank you.
Augustin Österreich, der Erbauer der Orgel in Uetzhausen, wurde 1808 in die berühmte Orgelbauerfamilie Österreich in Oberbimbach hineingeboren. Sein Vater war Johann Georg Österreich. Dieser wiederum war der Sohn von Johann Markus Österreich, der die Orgelbauerfamilie aus dem Fuldischen im späten 18. Jahrhundert zu ihrer größten Blüte geführt hat. Augustin und seine beiden älteren Brüder Adam Josef und Michael repräsentieren also die vierte Generation dieser bedeutenden Familie, wenngleich man die bis heute erhaltenen Instrumente der drei Brüder an einer Hand abzählen kann. Augustin Österreich erlernte sein Handwerk natürlich in der väterlichen Werkstatt und arbeitete zunächst eng mit seinem Bruder Adam Josef zusammen. 1843 erhielt Adam Josef Österreich den Auftrag zu einem Neubau für seine Heimatgemeinde in Oberbimbach. Diesen Auftrag konnte Adam Josef Österreich allerdings nicht mehr vollenden, da er kurz nach Baubeginn starb. Augustin Österreich vollendete das Werk sodann im Jahre 1844, nachdem er etwa zur selben Zeit die Witwe seines Bruders geheiratet hatte. Sein anderer Bruder, Michael Österreich, war bereits 1838 verstorben. 1844 stellte Augustin Österreich zusammen mit seinem in Bachrhein wirkenden Cousin Josef Österreich die alte Bimbacher Orgel in Großenbach bei Hünfeld wieder auf. 1845 erfolgte dann der Orgelneubau in Uetzhausen. 1847 führte Augustin Österreich einen Neubau mit 23 Registern in der Propsteikirche Johannesberg bei Fulda aus, den noch sein Bruder Adam Josef geplant hatte. Außer dem imposanten, zweigeschossigen Orgelprospekt ist hiervon allerdings leider nichts erhalten. 1849 baute er eine Orgel in Pfort, südlich bei Schlitz, mit 10 Registern auf einem Manual und Pedal, die ebenfalls weitgehend im Originalzustand bis heute erhalten ist. 1852 folgte dann ein Orgelneubau in der altehrwürdigen Michaelskirche zu Fulda, direkt neben dem Dom. Doch mit dieser Arbeit Augustin Österreichs war man überhaupt nicht zufrieden. So musste bereits 3 Jahre später, 1855, Augustins Stiefsohn Emil Österreich die Orgel seines Vaters zurücknehmen und eine gänzlich neue Orgel errichten, die allerdings leider ebenso wenig erhalten ist wie das offensichtlich misslungene Vorgängerinstrument. Zu diesem Zeitpunkt, 1855, war Augustin Österreich allerdings bereits in die USA ausgewandert, zusammen mit seinen beiden anderen Stiefsöhnen Maximilian und Maurus, und fand in Ashland, Pennsylvania, eine neue Heimat. Es ist nicht bekannt, ob er dort ebenfalls als Orgelbauer tätig war. Dort in den USA verliert sich dann auch seine Spur, wir wissen nicht, wann er gestorben ist. Eine der klanglichen Besonderheiten der Uetzhäuser Orgel ist die Tatsache, dass sie nur einen einzigen Prinzipal enthält und dieser steht auch nicht wie üblich im Prospekt, sondern ist aus Holz gefertigt. Mit diesem weichen Holzprinzipal lässt sich überraschenderweise sogar Orgelmusik der Spätgotik, wie die beiden folgenden Stücke aus dem Buxheimer Orgelbuch, überzeugend darstellen. Thank you.
Von mehreren Besonderheiten der Österreichorgel in Uetzhausen, nämlich der in dieser Form seltene Holzprinzipal Vierfuß, wurde bereits erwähnt. Statt des Prinzipal stehen im klassizistischen Orgelprospekt nur nicht klingende Pfeifenattrappen, was wir im Kontext aller bekannten Österreichorgeln auch nur hier in Uetzhausen in dieser Form finden. Neben diesem Holzprinzipal Vierfuß enthält die Disposition ausschließlich Flöten- und Streicherstimmen sowie eine dreifache Mixtur. Sicher wurde diese besondere Klanggestalt im Hinblick auf den relativ kleinen und klanglich sehr intimen Fachwerkkirchenraum gewählt, und man kann dieses Konzept als sehr gelungen bezeichnen. Das Manual hat einen Tonumfang vom Ton Groß C bis zum dreigestrichenen F. Die 8 Register des Manuals sind Hohlflöte, Quintertön, Viola di Gamba und Salicional 8 Fuß, Prinzipal und Gedakt 4 Fuß, ein Flageolett 2 Fuß und eine dreifache Mixtur. Das Pedal hat einen Tonumfang lediglich bis zum kleinen G. Mitte des 19. Jahrhunderts wirkt ein solcher geringer Tonumfang zunächst anachronistisch, doch finden wir diese kurzen Pedale in jener Zeit noch öfter an oberhessischen Dorforgeln. Hier finden wir die Register Subbass 16 Fuß und Violonbass 8 Fuß, dazu kommt eine Pedalkoppel. Wie bereits erwähnt, die Orgel in Uetzhausen unterscheidet sich in zahlreichen Details von anderen Österreichorgeln. Doch ist Augustin Österreichs Urheberschaft unstrittig, denn er gibt sich selbst durch Baudatum und Unterschrift auf der Rückseite der Mittelvase als Erbauer zu erkennen. Die hübsche Fachwerkdorfkirche zu Uetzhausen besitzt in ihrem Inneren eine bemerkenswerte und in vielen Details einmalige Orgel. Die letzte Restaurierung wurde 1976 durch die Orgelbaufirma Förster und Nikolaus aus Lich durchgeführt. Hören wir abschließend das Plenum der Uetzhäuser Orgel in einem weiteren Choralvorspiel von Wilhelm Volkmar, Wie groß ist des Allmächtigen Güte. Volkmar wurde 1812 in Hersfeld geboren und prägte durch seine Tätigkeit als Leiter des Lehrerseminars in Homberg-Efze und durch zahlreiche Kompositionen rund ein halbes Jahrhundert lang den Lehrer- und Organistennachwuchs in Hessen.